Oh nein. Oh Gott. Komm nicht weiter. Wie geil ich den auch dann überhaupt gar nicht treffe. Ja, das war schon mal eine ganz schlechte Idee. Weil der hat ja diesen harten Arm. Das ist nicht der, den wir auf als erstes getroffen sind. Oh Gott. Ja, alles gut. Ja, ja, es ist hart. Ich will auch nicht. Es wird immer härter. Ich mach das jetzt auch ganz anders. Also versuch's zumindest. Du lockst die in die Räume rein. Ja, okay, den einen muss ich ja definitiv. Den kannst du so kaputt machen? Ah, der kommt aber hier von hinten. Ja, nur einer. Den kannst du ja so töten mit 2 Schuss. Okay, dann ändere ich einen Plan. Warte, jetzt hier rechts ist Munition. Wieso wechselt er denn jetzt nicht? So, ich muss ihn vorher gedrückt haben. Wir haben tatsächlich absolute Muni-Knappheit. Perfekt. Bleibt der andere. Da kommt er. Das ist der mit dem heftigen Arm. Was ist der dann schon? Das weiß ich nicht. Ach, dass er, glaube ich, nicht verletzt wird durch die Falle? Wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht. Deswegen war es dann jetzt auch letzten Endes egal, ob er jetzt folgt oder nicht, weil er so auf dem Boden krabbelt. Ich hoffe bloß, es kommt gleich nicht noch mehr so fiesen Sachen, dass man das hier alles 10.000 Mal wiederholen muss. Ist da noch was? Ja, eine kleine war da, glaube ich. Ich meine, da habe ich den halben Biss. Da war nichts. Nee, der kleine war, glaube ich, eher halt, der auf dem Boden gekrabbelt ist. Aber ich hatte das, gerade wo der Körper noch zerfallen ist, das hat so eine Geräusche gegeben, als ob der jetzt so irgendwas rumkreucht. Ist hier noch ein Gegner. Glaube ein Kraut. Sind das Schweine? Ich hab's mit der guten Muni geschossen, ne? Weiß ich nicht.
konnte ich ja nicht sehen, jetzt welche drin ist. Das ist die normale, glaube ich. Weil bei dem anderen ist auch so ein Zeichen irgendwie mit dabei. Deswegen ist er jetzt auch wahrscheinlich so schnell gestorben. Der Herr. Von uns. Guck mal unten in der Ecke. Oder was? Ja, mit der wäre es wahrscheinlich auch schon um einiges einfacher. Es ist einfach sau spannend. Ja, liebe Leute, ihr merkt... Unten war noch eine Tür, ne? Ja. Gut, gehe ich da zuerst hin. Aber ich dachte vielleicht eher von oben, weil da ja halt eine Falle an der Tür war. Dass ich die vielleicht von oben deaktivieren muss. Also das war mein Gedanke. Liebe Leute, ich bin auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, wie ihr merkt. Ich stehe unter völliger Anspannung. Ich finde, das machst du sehr gut. Oh, Speicherraum. Ein Speicherraum. Ja, schon wieder ein VHS-Recorder. Die DVD, ne? Ja, eine neue habe ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich könnte jetzt auch mehr rauchen. Ich werde nämlich zusehend nervöser. Nutze die Ruhepause jetzt eben. Mann. Okay, die Flinte, dafür habe ich auch ein bisschen Muni aufgesammelt. Soll ich jetzt mal rüber, dann entscheide ich später. Ob das jetzt von Nutzen ist oder nicht. Ist da immer noch ein Dietrich? Ja, ein Dietrich habe ich noch. Hä? Ach so. Alles klar. Gut. Es gibt ja jetzt wieder ein bisschen Sicherheit. Leuchtet was Rotes, ist das wieder so eine Bombe? Ja, ich würde es fast vermuten. Oh, die geht auch bis hier vorne hin. Man sieht das Band erst echt recht spät. Okay, ist es nicht. Vielleicht kann er einfach nicht durchschießen. Nee, das ist ein Knopf. War da aber jetzt ein Band oder nicht? Ein Band ist hier. Da. Geht das aber nach unten? Das geht bis geht nach da. Da ist ein Mechanismus. Da fehlt aber scheinbar irgendwas. Ich meine, das Spiel wird ja auch zunehmend schwieriger. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich jetzt auf einmal viel schisseriger bin und so, sondern es hat ja auch noch den Grund, hier sind Fallen. Die Gegner sind ganz schön hart mittlerweile. Man ist einfach vorsichtiger geworden. Ja, definitiv, weil man will es ja auch nicht verkacken. Will man ja nicht. So, ich kann hier oben anscheinend aber auch überhaupt nichts machen. Schießen oder... Recht. Ich habe das schon wieder völlig vergessen gehabt.
das genau? Lautsprecher oder nicht? Er redet doch mit dir. Ja, aber weil das alles hier auch so verkabelt ist. So, oh Gott. Das ist echt nichts für mich. Soll ich mich runterfallen lassen? Sonst geh die Treppe doch mal wieder runter. Und dann gehst du noch mal in die eine Tür rein. Da warst du ja noch gar nicht. Soll ich erstmal die Sachen loswerden schnell? Ja. Könnte ich mir auch noch ein Medikament sonst schnell basteln. Jetzt habe ich zwei rote. Jedes Mal, wenn ich mehrere Medikamente habe. Ja, oder es kommt halt auch Gegner so schnell. Also das ist wirklich auch schnell geht. Mit mir. Schnell dahin geht, besser gesagt. Gelbes haben wir auch noch. Dann will ich auch das eben verwerten. Nochmal wieder. Weiß ich nicht. Ja, komm. Ich weiß schon genau, wie wenn der Zuschauer, der das jetzt gerade sieht, denkt, oh nein, ist das deren Ernst? Jetzt schalte ich gleich aber wirklich aus. Aber doch, sicher ist sicher. Wenn jetzt was passiert, dann müssen wir den Kack schon mal nicht wiederholen. Jetzt die gute. Oder nicht? Ja, ich wollte gucken, weil ich doch gute Munition mitgenommen habe. So. Aber er sieht sie so nicht nach. Ja, hier kann ich glaube ich nichts mehr machen. Dann guck mal dazwischen, ob da was drin ist. Also die einzige Möglichkeit, da in einen Raum zu da hinten zu kommen, ist auf jeden Fall es runterspringen. Ist auch von oben ist auch einer. Kann ich nicht einfach alle zusammen hochgehen dann? Nee, den Gefallen tun sie mir nicht. Noch eine. Oh. Ich erwische mich, wenn ich da Kabel dran stehe. Scheiße. Ich habe jetzt gedacht, dass der Sprengsatz vielleicht nur da wäre. Wenigstens gelohnt. Oh, oh Gott. Doch, was ist das? Doch. Steroide. Die pfeife ich mir sofort rein. Mein Leben wird da übrigens auch von erhöht. Wir haben die 9. Münze, könnten demnach also die Magnum freischalten. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, in den Raum zu gehen. Wo du runterspringst, ne? Wie voll bin ich? Ich sehe auch gar nicht, wo die Sprengfalle richtig hingeht. Also ich sehe das ganz leicht, diesen Faden. Bin mir gerade aber nicht mal sicher, ob das überhaupt eine Sprengfalle ist. Oh, ich hasse diese Sequenzen. Ich finde sie schon
geil, aber die sind halt einfach auch böse. Okay, gut. Ich finde jetzt wieder relativ viel Flintenmuni. Kann man ja überall hingehen. Junge, wofür hast du eine Taschenlampe? Damit er sie nicht benutzt. Es würde ja auch noch viel mehr Terror bringen, wenn man die wirklich selber benutzen müsste. So dunkel ist, dass man auch noch... Ja gut, aber welche Taste sollte man denn dafür noch benutzen? Aber wirklich, dass man... das halt auch noch machen müsste. Soll das ein Pferd sein? Schwein. Schwein. Das ist anscheinend gar keine Sprengfalle. Oder von der anderen Seite halt, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu einfach wieder, oder? Wirklich meine normale Pistolenmuni, ey. Ich werde in den Kampf kommen. Mhm. Musst du auch verdammt aufpassen, wo du hinläufst. Bossgegner auf normal, ich schieße hier mit der stärksten Munition, die es hier anscheinend auch wohl gibt. Ich brauche ganz dringend eine Freundin, Ethan. Kannst du mir helfen, einen zu finden? Fettsack ist tot, Fettsack ist tot! Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Kannst du da reingehen? Wo der rauskommt? Ja. Das ist auch der einzige Weg, der jetzt noch bleibt. Okay, dafür habe ich aber jetzt von der teuren Waffe wirklich viel Muni verschwendet.
Okay, wer weiß, wie lange sonst der Kampf gedauert hatte. Irgendwann muss ich sie ja benutzen. Sonst muss man sich halt notfalls wieder eine bauen. Das war jetzt ein schnellerer Bosskampf. Den haben wir weggrenadet. Sieht auch schon so rangeklebt aus, so als ob das... Ja. Wir werden ja gegen ihn auch noch kämpfen müssen. Das war jetzt ja wohl... Ich denke mal, das war jetzt so ein Zwischenboss oder so. Ich weiß es nicht. Er hat gerade gesagt, dass der Dicke war nicht sein Favorit. Also denke ich mal, dass er noch mehr kommt. Das ist jetzt natürlich auch gerade die Frage, denke ich, wegen dem Fahrstuhl, hätte ich jetzt überhaupt gegen den kämpfen müssen? Ja, du hättest auch einfach reingehen können, ne? Vielleicht hätte ich einfach in den Fahrstuhl reingehen können. Oh Gott. Das ist einer, oder nicht? Ja, da sitzt einer. Dann sammle ich erstmal hier die Pillen auf. Sieht aber schon ziemlich tot aus. Wieso geht das Kabel da so lang? Ja, das dachte ich gerade auch. Eine Steckdose. Oh Mann, ey. Ja, Lampenkabel führen in eine Steckdose. Trotzdem ist das aber sehr auffällig gemacht. You are next.